Der Klimawandel ist in aller Munde. Wir finden, jeder kann und sollte seinen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten. Schon kleine Veränderungen verbessern unsere CO2-Bilanz. Regionale Produkte einkaufen, öfter mal mit dem Fahrrad fahren oder auf Ökostrom umsteigen. Alles gut und schön, aber wie wird man als Unternehmen klimaneutral? Grünes Etikett, Baum drauf und fertig? Uns reicht das nicht. Unser Wasser ist ein Naturprodukt. Naturschutz steckt also in unserer DNA. Und deshalb bekennen wir uns als erster deutscher Mineralbrunnen zum 1,5-Grad-Ziel der internationalen Klimapolitik. Was bedeutet, dass der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden soll. Um aktiv daran mitzuwirken, wollen wir bis 2030 unseren CO2-Ausstoß am Standort in der Vulkaneifel im Vergleich zu 2016 um 59% senken. Als regional verankertes Unternehmen engagieren wir uns schon lange für den Klimaschutz. Zum Beispiel beim Aufbau klimastabiler Mischwälder in unserer Region. Denn Klimaneutralität bedeutet, dass dieselbe Menge CO2 an anderer Stelle ausgeglichen werden soll, die ein Unternehmen verursacht. Dies passiert überregional durch international zertifizierte Kompensationsprojekte. Wir unterstützen zum Beispiel Waldschutzprojekte in Brasilien und Indonesien. Doch wäre es nicht noch besser, wenn das eigentlich gar nicht nötig wäre, indem man einfach viel weniger CO2 produziert? Richtig, deshalb wollen wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck so gut es geht reduzieren. Und zwar direkt vor Ort und entlang unserer gesamten Lieferkette. Eine Unternehmensklimabilanz gibt Auskunft, wo und in welcher Menge CO2 entsteht. Und siehe da, neben den direkten und indirekten Emissionen wie Brennstoffen oder Strom fallen, wie bei vielen produzierenden Unternehmen, rund 90% der Treibhausemissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette an. Auch hier wollen wir ansetzen. Das können wir aber nicht allein. Im Dialog mit unseren Lieferanten und Partnern wollen wir entlang der gesamten Lieferkette alle Möglichkeiten der CO2-Einsparung ausschöpfen. Von der Quelle bis zum Verbraucher. Von der Abfüllung über die Verpackung bis hin zum Rücktransport unserer Mehrwegflaschen. Gerold Steiner. Das Wasser mit Stern.